Um die Position der Rahen herauszufinden, werden alle Segel, die am Fockmast befestigt werden, einmal rangehängt. Und so kann man dann die Position der Rahen ermitteln. Moin, Mario hier. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Heute geht es wieder um die Goi Fock 2 von De Agostini. Wir beschäftigen uns mit Ausgabe 105. In der Ausgabe 105 wieder ein weiteres Segel. Und in Ausgabe 105 sollen die Topnanten, so werden sie genannt, angebaut werden. Die Topnanten sind dafür da, um die Rahen nachher in Position zu halten, um sie bei entsprechendem Wind nach Backbord oder nach Steuerbord zu bewegen, zum Beispiel. Jetzt zeige ich euch gleich, wie die Topnanten eingebaut sind. Vor den Topnanten wurden die Fallen eingebaut. Die Fallen sind die Schnüre, die die Rahen auf Höhe halten. Weil Rahen können runtergelassen werden, wenn sie zum Beispiel an der Kai liegen, im Hafen, um den Schwerpunkt etwas tiefer zu setzen. Bei einem Segelschiff ist das wichtig, dann ist das nicht so windanfällig. Hier zum Beispiel kann man sehen, dass die Fallen dann durch den Mast gehen und dann runterlaufen und auch hier unten am Mastgarten an einen Belegnagel befestigt wird. Ich kann das nochmal an dem ganz obersten anzeigen. Hier wird das Garn durch die Öse gezogen. Und dann durch den Mast durch und dann geht hier durch und dann geht das Garn dann eben ganz nach unten runter. So, hier sind dann die Topnanten zu sehen. Hier zum Beispiel an der unteren Rah und so weiter und so fort. Fünf Rahen. So, und an dem Beispiel kann ich das hier mal versuchen zu zeigen. An diesem Block, hinter dem Block, wird das Garn einmal angeknotet, indem durch diesen Block durchgezogen, von unten nach oben, einmal wieder rüber zu dem anderen Block und dann runter. Runter zum Mastgarten und dort wird das Garn von dem Topnanten dann um einen Belegnagel umgelegt. Das war eine ganz schöne Knöpperei, aber das hat man ja nun mal, wenn man ein Segelschiff baut. Somit ist die Ausgabe 105 nun fertig. Darauf folgt natürlich die Ausgabe 106. Da dürft ihr gespannt sein, da wird das erste Segel angebaut, so wie ich das schon mal in der Vorschau gesehen habe. Also ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und ich hoffe, euch hat diese Ausgabe auch wieder Spaß gemacht. Mir jedenfalls hat es Spaß gemacht. Also schaltet wieder ein. Bis später und hiermit sage ich Tschüss, macht's gut, Ahoi!